Hallo zusammen, herzlich willkommen zu den Update-News vom 17.10.2018. Ja, was heute kam, war ja schon im Vorfeld klar, und zwar das Remake des Fjordpferdes ist heute ins Spiel gekommen. Wir können nun eins davon für eine gewisse Zeit in Vorpinter kaufen und zwei weitere in Vailedale. Ihr braucht keinen Ruf mehr für die Fjordpferde und müsst lediglich Level 6 erreicht haben, um sie euch kaufen zu können. Sie sind weiterhin natürlich kältebeständig und kosten 70 Starcoins mehr als die alten Fjordpferde, sind also teurer geworden. Und wir haben drei Farben drin, die wir auch von früher schon kennen. Wir haben zum einen ein klassisches Fjordpferd, den ganz normalen Falben in diesem Ockerton, sag ich mal. Eben die klassische Fjordpferdefarbe. Wir haben außerdem ein Mausfalben und wir haben noch ein Palomino-Falben, steht auf der News-Seite. Palomino-Falbe ist mir jetzt so als Farbe gar nicht bekannt. Allerdings muss ich auch sagen, kenne ich mich mit den unterschiedlichen Falbschattierungen nur bedingt aus. Was natürlich charakteristisch ist, ist der Aalstrich, der sich auch in der Mähne und im Schweif fortsetzt. Wie gesagt, das Fjordpferd jetzt etwas teurer geworden und ohne Ruf und ab Level 6 kaufbar. Dazu kommt dann gleich auch noch ein Kaufvideo von mir und da werde ich auch mal noch detailliert meine Meinung jetzt zu dieser Änderung sagen. Außerdem, das dürfte viele von euch freuen, ist jetzt die Funktion reingekommen, unser Pferd im Stall waschen zu können. Viele haben es ja nach der letzten Show schon vermutet und das ist jetzt auch wahr geworden. Wir können unser Pferd im Heimatstall waschen und dazu verschiedene Varianten wählen. Wir können das Pferd von beiden Seiten waschen, von beiden Seiten einseifen und wir können es von beiden Seiten putzen. Und das ist auch eine Möglichkeit, die tägliche Pflege in Sachen, Fellpflege abzuschließen. Das heißt, ihr müsst nicht unbedingt mit der Bürste ran. Wenn ihr euch ein bisschen mehr Zeit nehmen möchtet für eure vierbeinigen Freunde, dann könnt ihr das Pferd jetzt unter die Dusche stellen. Wichtig ist dabei, wenn ihr es so ein bisschen Roleplay-mäßig unter die Dusche führen wollt, dann müsst ihr erst das Führen wieder beenden, ansonsten könnt ihr die Dusche nicht anklicken. Und last but not least, der Pferdemarkt ist auch wieder da. Der befindet sich diese Woche im Westkap Fischerdorf in Golden Hills Valley. Also schaut doch mal vorbei, wenn ihr vielleicht doch eher auf die alten Modelle steht. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was haltet ihr jetzt von dieser Änderung bezüglich des Levels, des Rufs und des Preises? Ich bin gespannt und wir hören uns dann nachher noch in einem Kaufvideo. Tschüss!